in der Beleuchtung drin. Schönen guten Abend und willkommen zur nächsten Sitzung unserer Ringvorlesung zur Frage House Divided. Und momentan sieht es aus, als ob es also noch eher weiter auseinanderdriften würde, als dass es wieder zusammenkommt. Heute Abend habe ich ein Problem, dass ich nämlich Deutsch sprechen muss. Normalerweise spreche ich an dieser Stelle Englisch. Aber wir haben heute einen deutschsprachigen Vortrag und einen deutschsprachigen Spezialisten. Einen der Politikwissenschaftler, denen ich wirklich vertraue und vor dem ich wirklich größte Hochachtung habe, Christoph Haas, hier aus unserem eigenen politikwissenschaftlichen Seminar. Er stammt aus dem, früher sagte man, Stall von Wolfgang Jäger, dem früheren Rektor auch dieser Universität, und ist, nachdem er mehrfach schon Lehrstühle vertreten hat, hier trotzdem als akademischer Oberrat uns bisher treu geblieben. Er ist nicht nur jemand, der sich in der Verwaltung, in der Lehre sehr einsetzt, hat heute schon eine riesige Lehrveranstaltung mit über 200 Teilnehmenden, auch wenn die alle nur virtuell da sind, gehalten. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was das dann hinterher heißt mit den Klausuren, die man dann korrigieren muss. Oh Gott, oh Gott. Jedenfalls die Einführung. Er ist trotzdem heute Abend bei uns, das rechne ich ihm auch sehr hoch an. Und auch in seinen Publikationen ist er wegweisend. Donald Trump und die Politik in den USA, eine Zwischenbilanz 2020 rausgekommen, herausgegeben zusammen mit Florian Böller, Stefan Hagemann, David Sirakow, der momentan auch vom den Amerika-Instituten gesponsert über Land tourt und zum Thema spricht, sowie Sarah Wagner. Und ich denke mal, wir kriegen dann demnächst auch eine Endabrechnung oder so etwas. Momentan lässt sich das noch nicht so sagen. Die Frage des heutigen Vortrags, Chaos oder Ordnung, lässt sich bisher nur als Chaos beantworten, aber die ausführlichere Analyse dessen, was wir bisher erlebt haben und was da möglicherweise noch auf uns zukommt, überlasse ich dann lieber Christoph Haas. Ja, vielen Dank für die Einführung, auch von meiner Seite herzlich willkommen an alle da draußen und die wenigen hier. Und ich soll heute oder darf heute sprechen über die US-Wahlen 2020 und was wir an Ergebnissen bislang haben und was wir aus diesen Ergebnissen lernen können, beziehungsweise was diese Wahl für die USA bedeutet. Ich habe insgesamt 5 Punkte vorbereitet, mit denen ich mich heute Abend beschäftigen will. Und zwar zunächst mal ein paar so Quick Takes, Besonderheiten und Auffälligkeiten, die mir persönlich bei der Wahlbeobachtung, bei der Wahlnacht aufgefallen sind und auch später dann bei der genaueren Betrachtung der Ergebnisse. Dann werde ich natürlich, weil das denke ich auch erwartet wird, nochmal auf die Presidential Election Results eingehen, also resümieren, wie es im Electoral College ausgegangen ist, beziehungsweise wie es steht. Ich werde ein bisschen was über die Wahlbeteiligung sagen und die Wahldemografie, also wie die Wählerschichten ausschauen, die die beiden Kandidaten gewählt haben. Ja, dann im Grunde dem Titel der heutigen Vorlesung geschuldet, What's Next, Chaos oder Ordnung? Da ist sicher von Interesse, wie das mit den Nachzählungen ausschaut, wie es mit Klagen ausschaut, was generell an Disruption oder eben an Ordnung zu erwarten ist in den kommenden Wochen und Monaten, wenigstens bis zum 20. Januar 2021. Ja, dann wissen wahrscheinlich hoffentlich alle auch, dass nicht nur ein neuer Präsident gewählt wurde, sondern auch, dass der Kongress zur Wahl stand. Und die Wahlergebnisse zum Kongress haben auch Auswirkungen auf die Regierung, auf die Möglichkeiten eines Präsidenten, Entscheidungen zu treffen, Gesetze zu verabschieden. Und deswegen gucken wir uns auch die Wahlergebnisse zum Kongress an. Und da am Ende werde ich dann einen kleinen Ausblick geben auf die Ausgangslage für Joe Biden, nachdem
20. Januar nächsten Jahres, wenn er dann seine Inauguration hinter sich gebracht hat. Ja, ich habe mir bei den Quick Takes, also da geht es ja immer darum, was fällt einem besonders auf, und wahrscheinlich hat der eine oder die andere da eine ganz andere Einschätzung vielleicht als ich, aber für mich als Politologen waren vier Dinge von besonderer Auffälligkeit, von besonderer Aufmerksamkeit. Und das erste ist die historisch hohe Wahlbeteiligung. Das zweite ist, habe ich mal als Trump Number 10 überschrieben. Da lassen Sie sich bitte mal überraschen, was das nachher gleich wird. Dann natürlich die Vizepräsidentin, was einfach auch eine Besonderheit ist. Und dann habe ich noch hier geschrieben, The House. Und da werde ich auch gleich später noch drauf eingehen, was ich damit meine. Zunächst mal erstes Quick Take, die historisch hohe Wahlbeteiligung. Und ich habe hier mal die Tabelle mitgebracht mit den vergangenen Wahlen bis zurück ins Jahr 2000. Und da können wir hier in der linken Spalte sehen, die Voting Age Population, also die Prozentzahl derjenigen, die aus der Voting Age Population gewählt haben. Die zweite Spalte ist die Voting Eligible Population, auch hier die Prozentzahl. Und in der dritten Spalte sieht man dann, wie viele Menschen tatsächlich insgesamt an der Wahl teilgenommen haben. Vielleicht noch als grobe Richtgröße, wir haben 2020 eine Voting Age Population von ungefähr 257 Millionen Menschen und die Voting Eligible Population beträgt 239. Woher kommt jetzt diese Diskrepanz? Also die 257 Millionen bezeichnet die Anzahl der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in den USA, die tatsächlich wählen dürften, wenn sie nicht Einschränkungen unterliegen würden. Und diese Einschränkungen liegen unter anderem darin begründet, dass manche, die zum Beispiel eine Straftat begangen haben, also ein schweres Verbrechen, zum Beispiel ein Mord, und deswegen im Gefängnis sitzen, in vielen Einzelstaaten nicht das Wahlrecht besitzen. Und die Zahl derjenigen, die eben das Wahlrecht aufgrund solcher Dinge nicht hat, beläuft sich auf rund 18 Millionen, sodass wir tatsächlich eine Bevölkerungszahl von 239 Millionen haben. Das sind alles ungefähre Schätzungen, die tatsächlich zur Wahl gehen durften. Und von diesen 239 Millionen sind geschätzt 158 Millionen zur Wahl gegangen, also die Höchstzahl in der Geschichte. Das liegt natürlich auch daran, dass die Vereinigten Staaten ein stetig wachsendes Land sind, auf die Einwohnerzahl bezogen. Und von denen wiederum haben eben 61% der Voting Age Population, beziehungsweise gerechnet auf die Voting Eligible Population, 66,4% teilgenommen. Das ist also für die USA, wenn man auch die Liste hier durchgeht, Obama-Wahl im Jahr 2008 sind es auch über 60%, 62,2% gewesen. Aber wenn es zurückgeht, ist es historisch hoch, und trotzdem im internationalen Vergleich mag es auch im Vergleich zu Deutschland vielleicht niedrig erscheinen. Aber hierbei ist eben noch zu berücksichtigen, dass von der Voting Eligible Population trotzdem nicht alle sich für die Wahlen registrieren. Das ist nämlich erforderlich, damit man überhaupt mitmachen darf, dass man sich zunächst auch registriert. Und die Voting Eligible Population, also von diesen 239 Millionen, sind wahrscheinlich nur 80% tatsächlich registrierte Wählerinnen und Wähler, sodass wir also, wenn wir die registrierten Wähler hier prozentual angucken würden, die Zahl sicher höher wäre, also bei rund 80% ungefähr liegen würde, die Wahlbeteiligung. Nichtsdestotrotz ein historisches Wahlergebnis, und man kann sich natürlich, eine historisch hohe Wahlbeteiligung, man kann sich natürlich dann die Frage stellen, woran das liegt, und die meisten Kommentatoren und Beobachter sagen eben, dass es durchaus einfach für viele Amerikanerinnen und Amerikaner eine bedeutsame Wahl war. Für die einen, weil sie einen Präsidenten im Amt halten wollten, und für die anderen, weil sie diesen Präsidenten eben nicht mehr haben wollen. Und das hat die Wahlbeteiligung ganz sicher nach oben getrieben. Und das unter erschwerten Bedingungen, nämlich unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Also historisch hohe Wahlbeteiligung als erstes Quick Take meinerseits. Das zweite ist Trump Number 10. Und was meine ich damit? Das ist der 10. Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der eine ganze Amtsperiode
vollzogen hat und dann die Wiederwahl verloren hat. Also wir haben hier die Liste von den Präsidenten, die eben diese Bedingungen erfüllen. Es gibt natürlich auch andere, die keine volle Amtszeit vollzogen haben und oder gar nicht mehr zur Wiederwahl antreten wollen. Man denke etwa nur an John F. Kennedy, der ja ermordet wurde, oder zwei andere ebenfalls, die nicht nochmal antreten konnten. Der letzte, der dieses Schicksal erlitten hat, war Bush Senior im Jahr 1992, als er gegen Bill Clinton verloren hat. Und in diesem Zusammenhang kann man vielleicht auch erwähnen, dass diese Liste hier der nicht wiedergewählten Präsidenten auch häufig oder von Leuten bevölkert wird, die in der Tat dann auch in solchen Presidential Rankings, also wonach dann die Präsidentschaft bewertet wird und die Frage gestellt wird, wer war eigentlich der Beste, wer war der schlechteste Präsident. Also die Leute sind eher im unteren Drittel dann auch zu finden in diesen Presidential Rankings. Was man bei Donald Trump eben auch sagen muss, dass er der erste oder der Präsident ist, der eben die Popular Vote beim letzten Mal, also bei seiner Wahl 2016, verloren hat, aber die Electoral College Vote gewonnen hat. Zuvor war das auch der Fall bei George W. Bush, aber der hatte dann bei seiner Wiederwahl tatsächlich eben auch die Mehrheit in der Popular Vote, also in der Gesamtbevölkerung, die Gesamtstimmenzahl gewichtet und nicht nur das Electoral College. Drittes Quick Take ist, dass wir jetzt eine Frau als Vizepräsidentin haben, und das wird in allen möglichen, in der Berichterstattung ja immer wieder hervorgehoben, und das ist einfach ein historisches Ereignis. Es gab zwar schon mal eine Frau als Vizepräsidentschaftskandidatin 1984 bei Walter Mondale, der Geraldine Ferraro als Mitkandidatin hatte, und die aber nicht gewählt wurden. Und hier haben wir jetzt also die erste Frau, die in diesem Amt sein wird. Sie ist aber nicht nur die erste Frau, sie ist natürlich dann auch die erste Schwarze und die erste South Asian, die in diesem Amt sein wird. Das ist historisch, und das bedeutet insbesondere für die Frauen in den USA natürlich einen wichtigen Wendepunkt. Und Kamala Harris hat in ihrer Rede, die sie mit Joe Biden dann nach dem Feststand, dass die Fernsehanstalten auch gesagt haben, hier, das ist jetzt unser neu gewählter Präsident und unsere neu gewählte Vizepräsidentin, in der Rede sehr stark hervorgehoben, wie wichtig sie das für die Frauen in den USA findet, dass sie jetzt dieses Amt bekleiden wird. Es ist auch damit zu rechnen, dass sie während der Präsidentschaft von Joe Biden eine wichtige Rolle spielt. Häufig wird ja gesagt, dass der Vizepräsident oder in diesem Fall die Vizepräsidentin eher eine geringe Rolle spielen im politischen Prozess. Allerdings haben die letzten Präsidenten, abgesehen von Donald Trump, ihren Vizepräsidenten durchaus wichtige Aufgabenfelder zur Bearbeitung übergeben. Joe Biden war selber in dieser Situation, und er wird also auch Kamala Harris mit dem ein oder anderen Aufgabenbereich gesondert betreuen, sodass wir auch in den nächsten 4 Jahren sehen werden, dass sie eine bedeutsame Rolle spielt. Und nicht zuletzt ist der Vizepräsident oder in unserem Fall jetzt die Vizepräsidentin einen Herzschlag vom Amt des Präsidenten entfernt. Und da ist schon aller Orten auch gesagt worden, dass Joe Biden Kamala Harris auch deswegen ausgesucht hat, weil er und nicht nur er sie für präsidiabel halten. Das heißt also, falls Joe Biden nicht wieder antritt, würde sie eventuell in seine Fußstapfen treten. Und wenn er eben vorab zurücktreten müsste, wäre sie eine Kandidatin oder würde sie automatisch in das Präsidentenamt nachrücken. Letztes Quick Take, was mir aufgefallen ist, und das ist etwas, was schon eine recht große Überraschung ist aus meiner Sicht. The House habe ich es genannt, die Demokraten verlieren mindestens 6 Sitze im Repräsentantenhaus. Und das ist eigentlich bei Präsidentschaftswahlen, wenn ein neuer Präsident einen alten Präsidenten ablöst, recht unüblich. Denn man argumentiert eigentlich, dass der Wahlsieger, also Biden, normalerweise auf seinen Rockschößen gewissermaßen Kandidatinnen und Kandidaten
mit sich in den Kongress hineinzieht. Und hier haben wir leider oder haben wir die Beobachtung zu machen, dass das aus Perspektive von Joe Biden leider nicht gelungen ist, sondern dass die Demokraten hier ihren Sitzvorsprung im Repräsentantenhaus jedenfalls eingebüßt haben. Sie haben nicht die Mehrheit verloren, aber sie haben hier den Vorsprung eingebüßt und das bedeutet natürlich eine kleinere Mehrheit im Repräsentantenhaus für Joe Biden. Das sind meine Quick-Takes, auf die ich im Einzelnen vielleicht oder das eine oder andere wird dann nochmal auftauchen, insbesondere das Repräsentantenhaus, wenn wir uns nachher den Kongress nochmal genauer anschauen. Ja, zunächst jetzt oder im nächsten Schritt geht es um das Electoral College und hier habe ich nochmal den Stand, den aktuellen Stand der Auszählung mitgebracht. Was man hier sieht auf der Karte ist, dass Joe Biden President-elect ist, denn er hat die magische Grenze von 270 Electoral College Votes überschritten, die man ja mehrheitlich braucht, um zum Präsidenten gewählt zu sein. Und dieses gelang ihm durch den Sieg in Pennsylvania und hat jetzt also insgesamt 279 Electoral College Votes auf sich vereinigt. Und was man vielleicht hier noch auch noch sagen könnte, ist, dass hier die, ich versuche das mal mit so einem Stift zu markieren, dass wir hier in Arizona und in Georgia, in beiden Staaten, hier in Georgia führt Joe Biden, aber hier haben die Fernsehanstalten unterschiedliche Auffassungen, während Fox News, also der Haussender von Donald Trump, Arizona schon Joe Biden zugeschlagen hat mit einem Vorsprung von ungefähr 12.000 Stimmen, ist CNN da vorsichtiger und hält eben Arizona noch in der Kategorie des Undecided States und Georgia liegt da eben auch noch drin, wenngleich auch hier Joe Biden einen Vorsprung von rund 15.000 Stimmen hat. In Georgia muss aber wegen der Knappheit des Ergebnisses automatisch nachgezählt werden und dieser Prozess beginnt jetzt auch schon, aber zu den Nachzählungen werde ich später noch kommen. In North Carolina, das ist also der dritte verbliebene Staat hier, diese 15 Electoral College Votes, da hat Donald Trump einen Vorsprung, der aus meiner Sicht da nicht einzuholen ist. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Donald Trump diesen Staat für sich entscheiden wird. Und wenn man sich das dann, also beim Stand der aktuellen Auszählung und wenn das dabei bleibt, in der Summe anschaut, dann kommt man auf dieses Bild, dass nämlich Georgia und Arizona hier also zu Joe Biden gehen und damit hätte er insgesamt 306 Electoral College Votes, während Donald Trump auf 232 Electoral College Votes kommt. Das ist insofern interessant, weil es genau eine Umkehrung des Ergebnisses von vor 4 Jahren ist, als nämlich Donald Trump 306 Stimmen hatte und Hillary Clinton 232. Also insofern, wenn das tatsächlich dann so sich ausgeht, haben wir gerade eine Umkehrung des Wahlergebnisses von vor 4 Jahren. Allerdings nicht in Bezug auf die Ergebnisse dahingehend, dass nämlich jetzt ein Präsident gewählt wurde, der auch tatsächlich eine Mehrheit in der Popular Vote hatte. Ich habe hier mal die Zahlen, also oben nochmal die Abbildung. Joe Biden 306 Electoral College Votes, wenn es so ausgeht, wie gerade gesagt, und Donald Trump 232, während in der Popular Vote auf Joe Biden 77,5 Millionen und auf Donald Trump 73,3 Millionen entfallen. Da muss man dazu sagen, dass das der Stand aktuell ist. Hier werden, wer schnell rechnet, wird feststellen, dass das noch nicht ganz diese 158 Millionen sind. Es kann auch sein, dass es insgesamt nachher nur 156 oder 155 Millionen insgesamt werden, die da mitgemacht haben. Aber das liegt einfach daran, dass immer noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, etwa in Kalifornien, wo man sich auch mehr Zeit lassen kann, weil das Ergebnis in der Endversion, also die Electoral College Votes in Kalifornien automatisch oder schon auf historisch betrachtet eigentlich immer an die Demokraten gegangen sind die letzten 40 Jahre. Deswegen kann man sich da mehr Zeit lassen, weil das am Endergebnis bei der Auszählung hier nichts ändert. Also da werden die Zahlen sich noch nach oben korrigieren, aber so wie der Stand jetzt ist, wird eben Joe Biden mit über 5 Millionen Stimmen Vorsprung hier rauskommen, während vor 4 Jahren ja Donald Trump mit einem
Rückstand von ungefähr 3 Millionen insgesamt ins Amt gewählt wurde, weil er eben diese Stimmen günstiger verteilt hatte und damit die Mehrheit im Electoral College und damit auch die Electoral College Vote gewonnen hat. Ja, das sind also die Zahlen, was man hier aber auch unbedingt festhalten muss. Und das ist schon eine gewisse Überraschung gewesen, denn es gab vor der Wahl schon auch die These, dass Donald Trump Wählerbasis, dass die recht stabil ist und dass die eigentlich nicht wachsen kann, sondern dass er im Grunde eine geschlossene Gruppe von Anhängerinnen und Anhängern hat, die er im Großen und Ganzen nicht wird steigern können. Und das wurde Lügen gestraft, denn er hat hier im Vergleich zu vor 4 Jahren 10 Millionen Stimmen zusätzlich gewonnen. Und das bedeutet, dass also auch hier ein deutlicher Zuwachs zu beobachten ist, während auf Seite der Demokraten rund 12 Millionen zusätzliche Stimmen hinzugekommen sind. Aber das ist eben nochmal ein Rückblick eben oder auch ein Kennzeichen dafür, dass wir eine historisch hohe Wahlbeteiligung hatten. Also wie gesagt, das sind keine finalen Zahlen, da müssen wir noch auf die letzten Auszählungen warten. Jedenfalls am Electoral College-Sieg von Joe Biden wird sich aus meiner Sicht ganz grundsätzlich nichts ändern, aber dazu eben auch später nochmal mehr, wenn es um die Nachzählung bzw. um die Chancen von Donald Trump geht, bei den Nachzählungen Erfolg zu haben. Ja, jetzt habe ich ja auch angekündigt, dass ich ein bisschen noch was sagen will zu den Wählerschaften, zu den Wählerschichten. Und ich habe da jetzt aus den Exit Polls, die also am Wahltag bei den Wählerinnen und Wählern gemacht werden, diejenigen ausgewählt, die von der Associated Press gemacht werden. Und die haben am Wahltag ungefähr 120.000 Leute befragt. Und dann eben nach bestimmten Kriterien auch das geschaut, wie da die Leute für Biden oder für Trump gewählt haben. Die erste Kategorie, die ich jetzt mal hier ausgewählt habe, also das sind alles jetzt nur Ausgewählte, wer das genauer nachgucken will, kann das wie gesagt bei der Associated Press tun. Hier erstmal Geschlecht. Und da können wir sehen, dass bei den Männern, die ungefähr 47% der Wählerschaft ausmachten, 52% für Donald Trump votiert haben und 46% für Joe Biden. Bei den Frauen verkehrt sich diese Zahl in etwa ins Gegenteil. Insgesamt haben 53% der Wählerschaft machen Frauen aus und von diesen wählten 55% Joe Biden und 44% Donald Trump. Dann gibt es noch die Kategorie Andere, also die Transgender und andere. Und die haben sich noch deutlicher für Joe Biden ausgesprochen, aber eben unter 1% diese Zahl der Wählerinnen und Wähler. So, nächste Kategorie ist das Alter. Und da gibt es auch bezüglich der Voraussagen auch keine größeren Überraschungen. Im Kern können wir sagen, dass diejenigen unter 45 mehrheitlich für Biden votiert haben, während diejenigen über 55 da erstmal knapp von 45 bis 64 für Donald Trump und auch nicht ganz hoch, also auch beides jeweils 51% für Donald Trump votiert haben. Also hier in etwa ein Spiegel oder Verkehrung, was das Alter anbelangt, wenngleich natürlich die Jüngeren als Anteil an der Wählerschaft weniger ausmachen, also die 18- bis 29-Jährigen sind hier mit 13% tatsächlich nur als Anteil der Gesamtwählerschaft vertreten. Ja, dann als nächste Kategorie Ethnie. Da haben wir natürlich auch ein recht erwartbares Ergebnis. Die Weißen haben jetzt bei den Wählerinnen und Wählern ungefähr oder 74% ausgemacht. Und von den Weißen wählen dann eben tatsächlich 55% Trump oder wählten Trump und 43% Biden, während bei den anderen Kategorien African American, Latino, Asian die überwiegende Zahl derjenigen dann für Biden gestimmt hat. Bei den Afro-American waren es 90%. Die anderen sind aufgrund der Größe jetzt hier nicht so bedeutsam, aber hier sieht man dann schon sehr deutlich, dass wir auch eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft und deren oder der Ethnien haben, die dann auch ganz deutlich in die eine oder andere Richtung wählen. Für die Zukunft müssen sich allerdings schon die Republikaner Gedanken machen, denn
die Zahl der Weißen in Relation zu den anderen Ethnien schrumpft, sodass hier das eher ungünstig ist für die republikanische Partei. Ja, auf was auch immer wieder geschaut wird, und das ist ja, auch wenn man die Wahlkarte sich anguckt, da sieht man ja in der Mitte ganz viel Rot und an den Küsten ganz viel Blau, ist die Frage nach den ländlichen und städtischen Gebieten. Und hier sieht man sehr deutlich, also dass die städtischen Gebiete und die Suburbs um die Städte herum mit großer Mehrheit für Biden votiert haben. Das war vor 4 Jahren noch anders, als die Suburban Bewohnerinnen und Bewohner, dass die damals noch stärker für Trump votiert hatten. Und hier hat sich das also ganz deutlich zugunsten der Demokraten und damit zugunsten Joe Bidens ausgewirkt. Kleine Städte und ländliche Gebiete wählen überwiegend oder haben überwiegend für Donald Trump votiert. Und das ist auch das, was ja immer wieder gesagt wird, dass wir hier im Grunde zwei Amerikas haben, die städtischen oder vor allen Dingen die Küstengebiete und dann so eine Art Flyover-Country oder manche würden sagen das Heartland, das wirklich andere Ansichten von Politik hat und das dann eben auch in unterschiedlichen Wahlergebnissen oder Wahlentscheidungen sich widerspiegelt. Ja, und als letztes aus dieser Kategorie, als zweitletztes aus dieser Kategorie habe ich noch die Party Affiliation mitgebracht. Worum geht es hier? Da fragt man die Leute bei der Wahl oder bei diesen Exit Polls, ob sie sich als Demokrat oder Republikaner erklären und oder Leaning Democrat, Leaning Republican und guckt dann eben, wie diese sich entschieden haben. Und hier können wir sehen, dass von der Zahl der Wählern in 47% sagen, sie sind Demokraten, 48% sagen, sie sind Republikaner. Und dann nimmt es natürlich nicht Wunder, dass diejenigen, die Leaning Democrats sind, für Biden votiert haben zu 95% und diejenigen, die als Republican sich deklarieren, zu 91% Donald Trump gewählt haben. Wenn man sich aber anschaut, dass diese beiden Gruppen etwa gleich groß sind, also 47% und 48%, und dann schaut, wie die jeweils tatsächlich für ihren Parteikandidaten gestimmt haben, dann kann man ja doch schon einen kleinen Unterschied von 4 Prozentpunkten Unterschied erkennen, dass nämlich tatsächlich von den Leaning Democrats nur 4% für Trump gewählt haben, während 8% der Republican Leanings für Joe Biden gestimmt haben. Und da kann man sich dann natürlich die Frage stellen, aus welchen Gründen hier die Zahlen etwas höher sind. Was aber der Schlüssel auch ist für so einen Umschwung, ist, wenn man sich die Independents anguckt. Also diejenigen, die am Wahltag sagen, sie fühlen sich keiner Partei zugehörig oder angelehnt an eine Partei. Das sind jetzt hier in diesem Fall nur 5%. Aber diese 5% machen dann eben unter Umständen auch den großen Unterschied aus. Wenn man sich die anderen Zahlen anguckt, 95%, 91%, ist natürlich relativ klar. Aber hier haben wir das, oder hier können wir sehen, dass 51% der sogenannten Unabhängigen für Donald Trump, für Joe Biden gestimmt haben. Und das ist eben ein wichtiger Marker, auch im Vergleich zu 2016, wo sich die Independents noch mehrheitlich für Donald Trump ausgesprochen haben. Also hier kann man einen Wechsel erkennen, der wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen hat, dass der Wahlerfolg von Joe Biden sichergestellt werden konnte. Ja, und dann fand ich noch recht spannend einen Blick auf den Vergleich mit dem Jahr 2016, also der Präsidentschaftswahl vor 4 Jahren, zu werfen und sich da mal die Stimmungslage gewissermaßen anzugucken. Und von den, also da können im Grunde ja nur die Wählerinnen und Wähler gefragt werden, die vor 4 Jahren tatsächlich teilgenommen haben oder nicht teilgenommen haben, theoretisch hätten mitmachen können. Und wenn man da drauf schaut, dann haben wir eben von denen, die diesmal wieder mitgemacht haben, damals 38% Hillary Clinton gewählt. Und die sich damals für Hillary Clinton entschieden haben, haben jetzt auch zu 96% für Joe Biden gestimmt. Und diejenigen, die sich damals für Donald Trump entschieden haben, das waren 41% also im Vergleich zu 2016, haben auch wieder eine niedrigere Zahl für Donald Trump votiert. Das heißt also, auch hier kann man sehen, dass offensichtlich ein Umschwung stattgefunden haben, dass nicht alle, also dass eben 6%, die damals Donald Trump gewählt haben,
jetzt für Joe Biden gestimmt haben. Das ist schon interessant, dass also eben hier ein kleiner Prozentanteil tatsächlich sozusagen die Seiten gewechselt hat. Oder ein größerer jedenfalls als bei Hillary Clinton. Ja, und dann kann man auch hier nochmal, und das ist eine Bestätigung von dieser Independence-Grafik von der letzten Folie, dass diejenigen, die beim letzten Mal nicht teilgenommen haben, aber dieses Mal mitgemacht haben, 56% für Biden gestimmt haben und nur 41% von denen für Donald Trump. Also das ist im Grunde auch das Nichtwählerpotenzial, was Joe Biden stärker ausgeschöpft hat als Donald Trump. Ja, das vielleicht so als Resümee der Präsidentschaftswahl, und jetzt komme ich in einem nächsten Schritt zu der Frage, was passiert eigentlich als nächstes, und damit im Grunde auch zur Frage Chaos oder Ordnung. Eine Frage, die seit dem Wahltag, aber auch davor schon immer wieder auftaucht, ist, kann eigentlich Donald Trump Nachzählungen beantragen? Ja, das kann er, das ist sein Recht, er kann also Nachzählungen beantragen. Es ist sogar so, dass in manchen Staaten, ich habe das vorher schon erwähnt, in Georgia, wenn der Prozentpunktabstand so gering ist, also in dem Fall sich unter 0,5 Prozentpunkten bewegt, automatisch nachgezählt wird. Also da muss Donald Trump gar keine Nachzählung beantragen, die kriegt er gewissermaßen frei Haus geliefert, jedenfalls in manchen Staaten, wo diese Nachzählung dann automatisch stattfinden, weil eben der Abstand zu gering ist. In Pennsylvania ist dieser Abstand höher als 0,5 Prozentpunkte. Auch dort gibt es diese Klausel in der einzelstaatlichen Verfassung, dass nachgezählt werden muss, wenn der Abstand kleiner gleich 0,5 Prozentpunkte ist. Aber da ist der Abstand mittlerweile auf 0,7 Prozentpunkte angewachsen. Und das bedeutet, dass wenn Donald Trump dort eine Nachzählung wollte, dann kann er sie beantragen, aber er muss dann für diese Nachzählung bezahlen. Und vielleicht hat es ja der eine oder die andere gehört, ein Senator aus South Carolina, genauer gesagt Lindsey Graham, hat ja schon aus seinem Wahlkampfbudget für seine Senatswahl schon $500.000 bereitgestellt, die etwa für solche Dinge dann auch von Donald Trump verwendet werden können. Dazu gehört aber auch das Zweite, was hier möglich ist, denn was Donald Trump auch schon eingeleitet hat, also nicht nur kann, nämlich juristische Schritte einleiten. Das ist schon teilweise geschehen. Also das ist natürlich möglich. Donald Trump kann die Gerichte anrufen und eben auf Wahlbetrug überprüfen lassen. Dazu muss er natürlich auch Beweise vorlegen. Und bislang gibt es keinerlei Hinweise dafür, dass in irgendeiner Form in großem Umfang diese Wahl in irgendeiner Form betrügerisch abgelaufen ist. Das ist auch bei früheren Wahlen so gewesen, dass es da immer wieder Meinungen gab, dass diese nicht ordnungsgemäß ablaufen. Aber da hat es in der Politikwissenschaft mittlerweile so viele Studien gegeben, die nachweisen konnten, dass das einfach so nicht der Fall ist, und Donald Trump hat sich ja insbesondere auf die Briefwahl dann auch eingeschossen und sagte, dass diese nicht mit rechten Dingen abläuft, aber gerade dazu gibt es eben auch Studien, dass es hierfür keinen Beleg gibt, dass die in nennenswerter Weise mit Wahlbetrug in Verbindung gebracht werden könnten. Das heißt also, bei solchen Nachzählungen oder auch bei solchen juristischen Verfahren wird das Gericht darauf schauen, inwieweit die eingereichten Klagen tatsächlich plausibel sind. Und bislang lässt sich eben nicht erkennen, wie hier tatsächlich ein konkreter Fall vorgelegt werden könnte, der in einer Dimension dann auch existiert, dass man die bestehenden Auszählungen in irgendeiner Form in Frage stellen könnte. Also selbst wenn da 200, 300 Stimmen zusammenkämen, sind es immer noch nicht genug, um in Michigan einen Vorsprung von 170.000 Stimmen oder so zu egalisieren. Das ist einfach unwahrscheinlich. Und das Nächste ist dann eben auch, dass Gerichte solche Klagen nur dann annehmen, wenn sie einen konkreten Fall sehen, wo man wirklich überprüfen müsste. Und auch das lässt sich einfach nicht erkennen. Vielmehr kann man jetzt schon sagen, dass es einige Gerichte schon gab, die diese Klagen
von republikanischer Seite bzw. von Donald Trump schon abgelehnt haben und es also zurückgewiesen haben, überhaupt den Fall zu diskutieren. Wenn man also etwas fände, wie im Jahr 2000 während der Wahl Bush versus Gore, wo man in Florida Wahlzettel eben hatte, die waren damals noch mit Lochkarten, wo man sozusagen stanzen musste für seinen Kandidaten. Und da gab es dann so kleine Papierfitzelchen, die unten an den Ballots hängen blieben. Das waren die sogenannten Butterfly Ballots und dann diese Fitzelchen, die da hängen blieben. Und dann konnten die Maschinen diese Wahlzettel nicht richtig auslesen. Und dann hatte natürlich ein Gericht tatsächlich einen Fall vorliegen, wo man sagen kann, jetzt können wir überlegen, wie werden wir diese Stimmen auszählen oder ist da ein Wählerinnenentscheid klar erkennbar und wie ist dann eben bei diesen Wahlzetteln vorzugehen. Also da war ein Fall da kann man argumentieren, das ist so. Dann ist aber auch natürlich bei vielen die Frage, wenn man jetzt sich anschaut, wie viele Staaten, also momentan hat ja Joe Biden einen Vorsprung von 279. Das heißt also, wenn Pennsylvania tatsächlich wegfallen würde, dann würde das unter diese magische 270er-Grenze fallen. Aber wenn man jetzt eben anguckt, Georgia und Arizona liegen auch so weit vorne, dann müsste im Grunde in der Breite mindestens oder müssten vier Staaten gewissermaßen kippen, um tatsächlich Donald Trump überhaupt eine Chance zu geben, diese Electoral College-Mehrheit noch zu kriegen. Und auch das ist äußerst unwahrscheinlich, eben aufgrund der gerade genannten Dinge. Das heißt also, ich sehe momentan keine Chance für einen Erfolg dieser Versuche, hier juristisch erfolgreich diese Wahl anzufechten. Im Gegenteil, das ist eher zu erwarten, dass das alles eher sang- und klanglos untergehen wird. Und was ich von Bedeutung finde, wäre eben auch, wenn man jetzt in Georgia und in Arizona tatsächlich diese Wahlergebnisse, so wie sie jetzt nach den Auszählungen vorliegen, bestätigen würde, dann wären das nämlich zwei republikanisch regierte Staaten, in denen sozusagen von republikanischer Seite attestiert wird, dass mit dieser Wahl und mit dieser Auszählung alles in Ordnung war. Und da wird es natürlich auch den Republikanern insgesamt schwerer fallen, überhaupt in Frage zu stellen, dass hier ist etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Und ein drittes will ich noch sagen. Weil man das immer wieder hört, dass hier in massivem Umfang Wahlbetrug vorliegen könnte. Und da werde ich aber nachher nochmal drauf eingehen. Auf diesen Stimmzetteln in den USA sind alle Ämter gleichermaßen zu vertreten. Das heißt, da stimmen die Leute nicht nur für den Präsidenten ab, sondern auch für das Repräsentantenhaus. Und wenn ich jetzt feststelle, dass im Repräsentantenhaus ein Zugewinn an Republikanern ist, dann müsste man ja geradezu mit dieser Nachzählung auch die eigenen Erfolge in Frage stellen. Oder auch in Frage stellen, dass immerhin weit über 70 Millionen Donald Trump gewählt haben. Das heißt also im Grunde das ganze eigene Wählerpotenzial auch in Frage stellen. Und das halte ich für also nahezu absurd, wenn ich das mal hier auch so mit einer persönlichen Meinung unterfüttern darf. Ja, das sind also diese Dinge, die Wahl konkret betreffen, also die Möglichkeiten, jetzt dieses Wahlergebnis in Frage zu stellen oder rückgängig zu machen. Das ist aber natürlich nicht das Einzige, was zu Disruption oder zu Chaos führen kann. Wir sehen oder wir wissen, dass Präsidenten, das ist wegen der polarisierten Situation und wegen der Blockade auch im Kongress, auch für einen Präsidenten eigentlich unerlässlich, dass er Executive Orders verabschiedet, um überhaupt Dinge in Bewegung setzen zu können. Aber was schon zu erwarten ist, dass Donald Trump die letzten Wochen und Monate bis zum 20. Januar schon nutzen wird, um noch die eine oder andere Executive Order, also einen präsidentiellen Erlass, in deutschen Medien manchmal auch als Dekret übersetzt, unterzeichnen wird. Das können verschiedene Punkte sein. Dazu kann auch zum Beispiel gehören, dass er noch, obwohl in den meisten Fällen hat er es schon getan, irgendwelche Abkommen verlassen werden, die durch Executive Order verlassen werden können. Also mit Executive Order hat zum Beispiel Donald Trump das Pariser Klimaabkommen, also die USA aus dem Pariser Klimaabkommen abgemeldet.
Und genauso kann dann eben mit einer Executive Order ein Joe Biden diese Executive Order des Vorgängers, also von Donald Trump, wieder rückgängig machen. Also hier werden wahrscheinlich noch einige Executive Orders kommen. Und wie gesagt, da hat Joe Biden dann die Möglichkeit, mit eigenen Executive Orders die sofort wieder außer Kraft zu setzen. Die andere Möglichkeit, Executive Orders von Donald Trump außer Kraft zu setzen, wäre, dass der Kongress ein Gesetz erlässt, was eben eine Executive Order dann außer Kraft setzt. So ein Gesetz hat dann einfach schlicht den Inhalt, dass da drin steht, hiermit wird Executive Order 17.800 so und so für nichtig erklärt. Das ist aber unwahrscheinlich, weil wir eben einen Kongress haben, der mehrheitlich auf der Repräsentantenhausseite von Demokraten und auf Senatsseite mehrheitlich von Republikanern kontrolliert wird, sodass es eher unwahrscheinlich ist, dass der Kongress tatsächlich eine Executive Order des ausgehenden Präsidenten Donald Trump für nichtig erklären würde. Ja, dann nächster Punkt, den man immer wieder findet in den Medien, und ich fand das auch ein recht spannendes Thema, als ich darüber befragt worden bin, nämlich die Frage, ob sich Donald Trump eigentlich selbst begnadigen kann. Denn der Präsident hat laut Verfassung das Recht, Menschen zu begnadigen. Von diesem Recht hat Donald Trump auch schon Gebrauch gemacht. Er hat zum Beispiel Michael Flynn begnadigt, der einer seiner Unterstützer war, was die oder verschiedene Dinge anbelangt, Ukraine und so weiter. Sie haben das vielleicht alles verfolgt beim Impeachment-Verfahren. Also er hat von diesem Recht schon Gebrauch gemacht, oder hat etwa den berühmt-berüchtigten Sheriff aus Arizona, Joe Arpaio, auch begnadigt, der ja vor Klagen stand auf dem Bundesgericht. So, also die Verfassung sagt, der Präsident kann begnadigen, und dieses Begnadigungsrecht ist auch das einzige Recht des Präsidenten, was durch den Kongress oder den Supreme Court nicht irgendwie kontrolliert wird. Und die Verfassung schweigt sich auch aus über die Frage, ob der Präsident sich auch selbst begnadigen kann. Und das ist eben von großen Teilen oder wird von einigen Juristen auch so gesehen, weil die Verfassung sich eben ausschweigt über diese Frage, dass eben der Präsident sich auch selbst begnadigen könnte. Demnach würde man also sagen, er könnte sich selber begnadigen, weil er fürchtet, dass bestimmte juristische Verfahren auf ihn zurollen. Und in der Tat ist es so, dass man nicht mal eine Anklage vorliegen haben muss, um jemanden zu begnadigen, sondern man kann es auch vorab tun. Und genau das hat etwa ein Gerald Ford, der ja im Amt Richard Nixon nachfolgte, bei seinem Vorgänger gemacht. Er hat nämlich Richard Nixon für alle seine Vergehen gegen Bundesrecht begnadigt, obwohl nicht mal Klagen vorlagen, also die er jemals begangen hat oder begangen haben mag, hieß es damals in diesem Begnadigungsschreiben. Und das wäre also sozusagen ein Text, den Donald Trump sich selber schreiben könnte: Ich begnadige mich für sämtliche Vergehen, die ich gegen den Bund begangen habe oder möglicherweise begangen haben mag. Das ist also allerdings tatsächlich auch juristisch umstritten. Also die einen sagen, ja, er kann sich selbst begnadigen, die anderen sagen, nein, das geht nicht, weil eben das amerikanische Strafrecht eigentlich in der Tradition steht, dass niemand Richter in eigener Sache sein kann, und weil eben argumentiert wird, dass hier in so einem Fall eben der Kongress oder auch der Supreme Court diese Dinge überprüfen musste. Also es müsste im Grunde erst Donald Trump sich selber begnadigen, dass juristisch tatsächlich überprüft wird, inwieweit ihm dieses Recht überhaupt zusteht. Allerdings, und das müsste man vielleicht noch als Schlusspunkt bei diesem Thema Begnadigung sagen, ist es natürlich so, wenn sich ein Donald Trump jetzt selber begnadigt, wäre das natürlich nichts anderes als ein Schuldeingeständnis, dass er etwas getan hat oder dass er erwartet, dass andere denken, dass er etwas getan hat. Und das ist natürlich dann auch die Frage, ob er damit dann tatsächlich nicht seinen politischen Einfluss, den er bei der Republikanischen Partei durchaus noch hat, im Grunde selbst begräbt, weil er mit so einem Selbstbegnadigungsschreiben sich selber oder selber sagen würde,
dass er eine gewisse Schuld hat. So viel zu dem Thema der Begnadigung oder Selbstbegnadigung. Dann ein nächstes Thema, was gewisse Irritationen höflich formuliert auslöst und wo man jetzt auch in der Presse, in den Medien in den letzten Tagen auch schon mehr dazu gesehen hat. Da ja Donald Trump das Wahlergebnis bislang nicht anerkennt, also keine Concession Speech abgegeben hat, ist es so, dass ihm oder dass ihm das ermöglicht, dass er Mittel sperrt und nicht freigibt, die für die Transition zum neuen Präsidenten erforderlich sind. Und diese würden eigentlich freigegeben werden, wenn die General Services Administration sozusagen ein Eingeständnis der Niederlage vorliegen hat, dann sind so rechtlich festgelegt Mittel, die ein neuer Incoming President nutzen kann und soll, um die Amtsübergabe einzuleiten. Und dieses Nicht-Eingeständnis bremst gewissermaßen diesen Transitionsprozess aus und macht es für Joe Biden schwieriger und damit eben auch nahezu unmöglich, mit der ausgehenden Administration Kontakt aufzunehmen und damit eben auch die ganzen wichtigen verwaltungstechnischen Elemente, die man eben für die Übergabe auch dann braucht, nicht zur Verfügung zu haben. Und dieses wird erst dann eigentlich vollzogen und deswegen warten jetzt alle so auf den nächsten oder das nächste wichtige Datum, nämlich den 14. Dezember, weil dann treten tatsächlich die Mitglieder des Electoral College in den Hauptstädten der Einzelstaaten zusammen und wählen den nächsten Präsidenten und die Nachzählung und diese Entscheidung, die Zertifizierung der Wahlergebnisse durch die Einzelstaaten muss im Grunde bis zu diesem 14. Dezember erfolgen, sodass wir also spätestens dann wissen, ob es in irgendeiner Form noch überhaupt irgendwelche Zweifel an der Wahl von Joe Biden gibt. Und dann werden in diesen Hauptstädten eben die Mitglieder, in den Hauptstädten der Einzelstaaten, die Mitglieder des Electoral College zusammentreten, geben ihre Stimme ab. Die werden dann in Umschlag gepackt und an den US-Kongress geschickt. Und der US-Kongress öffnet dann am 6. Januar in einer gemeinsamen Sitzung diese Umschläge und da wird dann das Wahlergebnis offiziell verkündet. Was man jetzt aber auch schon gehört hat, ist, oder das kam heute in der Meldung raus, dass sich auch schon republikanische Senatoren bereit gefunden haben, also etwa Fragen der nationalen Sicherheit, die ja auch bei so einer Transition dann diskutiert werden müssen und übergeben werden müssen, dass die dann auch jetzt schon weitergegeben werden. Also die Front sozusagen der Trump-Unterstützer auch in der Republikanischen Partei bröckelt jedenfalls an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen ab. Nichtsdestotrotz ist es alles andere als ein normaler Übergang und vielleicht kann man zu dieser Transition auch noch sagen, dass da eben andere Erfahrungen auch in der Vergangenheit vorliegen. Da muss man auch dazu sagen, das ist so ein Forschungsfeld in der Politikwissenschaft oder in der US-Forschung, noch ein bisschen lückenhaft ist, aber grundsätzlich kann man sagen, dass es eine Transition gab, die recht unglücklich verlief. So hat sich zum Beispiel George W. Bush beschwert, als er zum Präsidenten gewählt wurde, dass die Clinton-Administration hier nicht sehr hilfreich gewesen sei. Und er hat sich damals eben geschworen, er will das anders machen dereinst. Und Barack Obama hat dann in der Tat George W. Bush gelobt über die Art und Weise, wie da das Amt übergeben wurde. Und er hat also ein gut bestelltes Feld vorgefunden. Und Barack Obama hat eben, weil er diese positive Erfahrung gemacht hat, auch Donald Trump dann im Grunde alle Pforten geöffnet, auch wenn er die Wahl natürlich verständlicherweise nicht gut fand. Aber er hat eben diesen Übergang ermöglicht. Und da muss man dann sagen, dass die Trump-Administration oder die Trump-Kampagne damals 2016 dieses Angebot gar nicht wahrgenommen hat. Und das war natürlich auch eine Frage, warum das so ist, weil wenn man einen guten Start haben will, dann ist man eigentlich darauf angewiesen, dass man gerade diesen Übergang
gut bewältigt. Ja, dann kommen wir in einem oder im nächsten Schritt zu der Frage, wie sieht es eigentlich dann weitergehend aus? Und da habe ich jetzt schon einiges gesagt. Also wir haben die Stimmabgabe im Electoral College am Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember. Das ist also dieser 14. Dezember, den ich gerade erwähnt habe. Und da treten dann eben die Mitglieder zusammen und wählen den Präsidenten und Vizepräsidenten. Dann die offizielle Auszählung am 6. Januar. Die Wahrscheinlichkeiten sind äußerst gering, aber sollte in irgendeiner Form ein juristisches Verfahren so anliegen, dass bei dieser Stimmauszählung, und das ist im Grunde die Karte, die Donald Trump, auf die er jetzt setzt, sollte da keine Mehrheit im Electoral College zustande kommen, also keine 270 Electoral College Votes für Joe Biden, dann würde das bedeuten, dass die Wahl des Präsidenten ins Repräsentantenhaus geht. Und da haben die Republikaner einen Vorteil, weil im Repräsentantenhaus dann nach Staaten abgestimmt wird, also jeder Staat eine Stimme hat. Und nach dem jetzigen Stand hätten die Republikaner dort eine Mehrheit von 26 zu 24 und damit eben die Möglichkeit, tatsächlich Donald Trump zum Präsidenten zu wählen. Aber wie gesagt, das ist eine äußerste Unwahrscheinlichkeit, mit der einfach nicht gerechnet werden muss, aber es gibt sie eben, deswegen soll sie an dieser Stelle auch erwähnt sein. Ja, dann kommen wir zum nächsten und das ist mir auch ein persönlich wichtiges Anliegen, weil ich finde, dass der Kongress häufig zu wenig in der Berichterstattung berücksichtigt wird. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders, muss man zugeben, insbesondere was den Senat anbelangt. Weil da natürlich auch in den Umfragen immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass die Demokraten nicht nur eine gute Chance haben, das Repräsentantenhaus mehrheitlich zu behalten, sondern eben auch den Senat aus einer republikanischen Mehrheit eine demokratische Mehrheit zu machen. Und diese Frage ist deswegen wichtig, weil wir in dem präsidentiellen Regierungssystem der USA auch darauf achten müssen, ob wir eben ein Unified oder Divided Government haben. Das Regierungssystem der USA ist aufgrund seiner Konstruktion eines, was von Natur aus darauf angelegt ist, dass Kompromisse gemacht werden können. Das hat auch einen durchaus wichtigen Sinn, weil man eben sagt, dass die Entscheidungen, die Gesetze, die da gemacht werden, dass die auf eine breite Zustimmung stoßen wollen, um auch nachhaltig und langfristig zu sein. Und das hat über Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, es gab früher schon mal Phasen von solchen Blockaden, Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg ganz gut funktioniert. Und seit den 90er Jahren haben wir hier eine zunehmende Polarisierung auch der Parteien oder insbesondere der Parteien. Die Zahl der moderaten Abgeordneten und Senatoren und Senatorinnen ist zurückgegangen und damit auch die Kompromissfähigkeit. Und so gibt es eben Studien, dass das gezeigt werden kann, dass es früher so war, dass es egal war, ob wir von einem Unified oder Divided Government sprechen konnten. Das heißt also, bei Unified Government hätten wir einen Präsidenten und dieser Präsident hat Mehrheiten seiner eigenen Partei in beiden Kammern des Kongresses. Man geht also davon aus, dass er also es dann leichter hat, diese Abstimmung für Gesetze auch oder die Mehrheiten für Gesetze zu finden. Und da gab es Studien bis weit in die 90er Jahre hinein, wo man eben sagen konnte, früher war das eigentlich egal, ob jetzt ein Präsident mit einem Unified oder Divided Government, also mit anderen Mehrheiten im Kongress zu tun hatte. Denn es gab immer genügend moderate Kräfte, die bereit waren, Kompromisse einzugehen und damit eben auch Gesetze zu verabschieden. Und durch die Polarisierung ist diese Variante im Grunde weggefallen, sodass ein Präsident eigentlich heute fast zwingend ein Unified Government braucht, also beide Kammern des Kongresses, um Mehrheiten zu kriegen. Und deswegen ist es für Joe Biden nicht unerheblich, in welcher Konstellation er auf den Kongress trifft, also ob er am Schluss ein Unified oder Divided Government vorliegen hat. Aber nicht nur das ist ein Problem für Joe Biden, sondern auch der innerparteiliche Streit bei den Demokraten
der jetzt auch schon aufgebrochen ist. Ich weiß nicht, ob die eine oder andere das verfolgt hat, aber es gibt einige demokratische Abgeordnete, die sich beschwert haben, dass insbesondere der liberal-progressive Flügel, angeführt von Alexandria Ocasio-Cortez, mit bestimmten Wahlkampfslogans, also zum Beispiel Defund the Police, entzieht den Polizeikräften die finanziellen Mittel, oder auch mit bestimmten sozialstaatlichen Maßnahmen, die nach Sozialismus klangen, gewissermaßen die Chancen von eher zentristischen demokratischen Abgeordneten geschmälert haben, und dass das einer der Gründe sei, warum eben auch hier Sitze im Repräsentantenhaus verloren sind. Also diesen innerparteilichen Streit sieht man jetzt schon, und das ist eben auch insofern ein Problem, weil Joe Biden, wenn er natürlich Gesetzesvorschläge macht, schon darauf angewiesen ist, dass wenigstens die Demokraten sich einheitlich zeigen und dann dran gehen kann, die Republikaner eventuell zu einer Kooperation zu bewegen. Und da ist dann eben letztlich die Frage, dritter Punkt, wie groß die Kooperationsbereitschaft der Republikaner tatsächlich ist. Und da muss man dann schon konstatieren, dass Joe Biden aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im US-Senat, er wurde ja 1972 gewählt in den Senat und blieb dann 36 Jahre dort, dass der also die Konditionen kennt, wie man mit Senatoren umzugehen hat, um da eventuell den einen oder anderen auf die eigene Seite zu ziehen. Und da ist auch ganz interessant, dass gerade der vorhin schon erwähnte Lindsey Graham auch schon mal öffentlich gesagt hat, dass Joe Biden one of the nicest person ist, die er jemals kennengelernt hat. Also da gibt es dann durchaus eventuell sogar bei solchen Leuten Möglichkeiten, jedenfalls wenigstens mal zur Kommunikation zu kommen und gar nicht oder überhaupt eine Diskussion einleiten zu können, ob man vielleicht zu Kompromissen kommt. Wenn jetzt allerdings hier Kompromisse gemacht werden mit Republikanern, stellt sich dann erneut wiederum die Frage, wie reagieren dann gerade die Demokraten, und sind die dann bereit, eben mit den Kompromissen so weit zu gehen, dass sie im Grunde ihre eigenen Ideen wieder in Frage stellen würden. Also das ist sozusagen die Konstellation mit dem Kongress, die für die Gesetzgebung eine wichtige Bedeutung spielt. Und wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Situation angucken, dann sehen wir hier die Auszählung bislang im Repräsentantenhaus. Und hier oben kann man sehen, dass die Demokraten auf jeden Fall 218 Sitze haben. Die Republikaner haben 202 aktuell, und es sind noch 15 Sitze, die noch nicht komplett ausgezählt sind. Aber diese 218 signalisieren, die Demokraten behalten auf jeden Fall die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die haben gerade mit einer Stimme im Grunde hier den Vorteil. Es sind insgesamt 435 Abgeordnete, davon die Hälfte ist mit 218 überschritten. Das heißt, sie hätten jetzt bei der Konstellation auf jeden Fall eine Mehrheit von einem Sitz. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Zahl noch sich ein bisschen erhöhen wird, vermutlich auf 226, was aber dann eben die vorher schon genannten 6 Sitze Verlust bedeutet. Und es bedeutet eben auch, dass nicht mehr als diese paar Abgeordneten der Demokratischen Partei von der Stange gehen dürfen im Repräsentantenhaus, wenn man hier mehrheitlich Entscheidungen treffen will, vorausgesetzt, dass die Republikaner tatsächlich einen einheitlichen Block im Repräsentantenhaus bilden. Also das ist sozusagen die erste positive Nachricht für Biden. Er hat eine Mehrheit im Repräsentantenhaus, die Mehrheit ist allerdings geschrumpft. Und das bedeutet, dass es mühsamer ist, auch die eigene Partei zusammenzuhalten, geschweige denn, wenn das der Fall sein sollte, dass da eben Abweichler sind, genügend Republikaner zu finden, die das kompensieren könnten, weil es eben diese moderaten Abgeordneten tatsächlich immer weniger gibt. Das ist also die Situation im Repräsentantenhaus, und jetzt kommen wir zum Senat, und da ist die ausstehende, oder die Situation denkbar knapp. Wir haben bisher die Konstellation, dass wir 53, das habe ich hier notiert, 53 Republikaner haben, also eine einigermaßen klare Mehrheit, und 47 Demokraten. Und der Stand jetzt ist, dass die Republikaner 50 Sitze im Senat auf jeden Fall haben, und die Demokraten haben 48.
Was jetzt noch aussteht, sind die Stichwahlen in Georgia, denn Georgia ist einer der Staaten, bei einer Senatswahl oder auch Repräsentantenhauswahl im Wahlrecht stehen hat, dass ein Kandidat mindestens 50% plus eine Stimme kriegen muss. Das ist den beiden republikanischen Amtsinhabern hier nicht gelungen. Also in einem Fall waren es 49,7, jedenfalls Stand der Auszählung 49,8. Das heißt also, wir haben in Georgia auf jeden Fall sogenannte Runoff-Elections, also Stichwahlen, und die finden am 5. Januar statt. Wenn jetzt also einer dieser beiden Republikaner bestätigt werden sollte, dann haben die Republikaner auf jeden Fall eine Mehrheit im Senat. Die Demokraten müssten also darauf hoffen, dass beide diese Senatssitze, und man kann jetzt schon damit rechnen, dass das noch teurere Wahlkämpfe werden, weil da werden die natürlich alles, was sie an Mitteln haben, reinstecken, um die beiden demokratischen Kandidaten hier zu unterstützen und damit eben auch ein Patt herzustellen, also auf 50 Senatorinnen und Senatoren zu kommen. Denn das würde bedeuten, dass bei einem Abstimmungspatt die entscheidende Stimme der Vizepräsidentin und damit Kamala Harris zufällt, die nämlich nach der Verfassung Vorsitzende des Senats ist und im Falle eines Abstimmungspatts die entscheidende Stimme abgeben darf. Nur dann, aber dann eben die entscheidende Stimme. Und das würde bedeuten, dass unter dieser Konstellation, also dass beide Senatssitze in Georgia noch an die Demokraten fallen, tatsächlich Joe Biden eine Mehrheit in beiden Kammern hätte, aber eben auch wieder unter der Prämisse, dass die eigenen Parteileute für diese Gesetze, die er da vorlegt oder die sie zusammen ausarbeiten, Mehrheiten findet. Also das müssen wir im Grunde abwarten bis in den Januar hinein, und da kann es dann durchaus auch sein, dass am 5. Januar eben auch nicht gleich alles ausgezählt ist, sondern dass wir da wieder ein paar Tage warten müssen, bis da ein endgültiges Resultat feststeht. Ja, und jetzt zum Ende hin will ich die Ausgangslage, die ich allerdings in einigen Punkten schon umrissen habe, noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Die schöne Überschrift von einem Buch eines amerikanischen Politikwissenschaftlers zur Präsidentschaft lautet Hit the Ground Running. Was damit gemeint ist, ist, dass eigentlich ein neuer Präsident am 20. Januar, wenn die Inauguration stattfindet, also der Amtseid abgenommen wird und er das Amt antritt, tatsächlich loslegen kann. Hit the ground running. Also man soll gleich losrennen können, wenn man das Weiße Haus sozusagen bezogen hat. Und das ist eben abhängig von dieser Transition, inwiefern das jetzt tatsächlich dann wenigstens bis zum 14. Dezember geklärt ist. Und man kann aber jetzt schon auch den Medien, der Presse entnehmen, dass Joe Biden kräftig an seinem Team arbeitet, das also schon wichtige Posten, Chief of Staff im Weißen Haus zum Beispiel, besetzt wurden, und dass er schon eine klare Vorstellung hat, was dann passieren soll. Aber wie gesagt, die Reibungslosigkeit ist auch davon abhängig, wie jetzt dieser Transitionsprozess von der ausgehenden Administration tatsächlich unterstützt und begleitet wird. Ich will in dem Zusammenhang gerne noch darauf eingehen, weil manche Medien auch darüber berichten, dass Donald Trump ja ohnehin sich weiterhin weigern wird, das Wahlergebnis anzuerkennen und gar nicht aus dem Weißen Haus ausziehen wird. Und da kann man dann nur sagen, die Inauguration findet am Kapitol statt, und das wird auf jeden Fall stattfinden, und danach ist dann Joe Biden Präsident der Vereinigten Staaten. Und dann kann er halt, wenn er meint, dass es notwendig ist oder Donald Trump das nicht anders will, dann könnte er theoretisch das FBI beauftragen, den festgeketteten Donald Trump sozusagen loszueisen. Aber da, das ist auch wieder nur Spekulation, das ist einfach nur, ich sehe das schon so, dass irgendwann die Fakten dann auch so ankommen, dass das nicht der Fall sein wird. Aber ich wollte es einfach nur erwähnt haben, weil diese Frage immer wieder auftaucht.
ein Präsident ist nicht deswegen Präsident, weil er ins Weiße Haus einzieht, sondern weil er den Amtseid abgelegt hat und das findet vor dem Kapitol statt. Also er könnte auch theoretisch aus Wilmington in Delaware regieren, was echt nicht ganz praktisch wäre, weil die ganzen Ministerien alle in Washington sind, aber prinzipiell wäre das denkbar. Ja, dann ist das Nächste, was ansteht, die Berufung von Kabinettsmitgliedern. Und das ist gewissermaßen das nächste Hindernis, was der Senat auch bieten kann, weil Kabinettsmitglieder vom Senat bestätigt werden müssen. Also der Präsident kann Kabinettsmitglieder berufen, aber der Senat muss zustimmen. Und da könnte natürlich das eine oder andere Kreuzfeuer tatsächlich kommen, beziehungsweise Verzögerungen eintreten, die eben auch dann die Amtsübergabe in den einzelnen Ministerien schwieriger machen. Und das ist eben auch eine Sache, an der die Demokraten unglücklicherweise auch selber mit gearbeitet haben, denn auch bei Donald Trump, bei allem Verständnis für die Kritik an Auswahl von Kabinettsmitgliedern, natürlich nicht ohne weiteres eine Zustimmung im Senat erhalten hat, beziehungsweise die Demokraten da immer wieder versucht haben, halt Störfeuer zu machen mit Filibuster und das hinausgezögert haben. Da ist eigentlich die Tradition in den USA bis vor bis Trump oder vielleicht auch noch Obama immer schon gewesen, dass dem Präsidenten diese Kabinettsmitglieder, die er aussucht, tatsächlich auch gewährt werden, weil man sagt, dass die, ja, es gab bei Reagan, es gab den ein oder anderen Fall, wo man tatsächlich Kritik oder geäußert hat und es dann auch nicht geklappt hat. Aber in den überwiegenden Zahl, über 90% der Fälle wurden da ohne große Beanstandung auch bestätigt. Und das ist eben jetzt nicht mehr so. Und da ist eben dann die Frage, inwiefern der republikanische Senat tatsächlich dann diesen Ernennungen zustimmen wird oder wenn, dann nur mit äußersten Verzögerungen. Also das ist sicher ein Problem, was Joe Biden eventuell erwartet, wenn eben nicht diese demokratische Mehrheit im Senat zustande kommt. Dann ist es so, dass natürlich die neue Administration möglichst frühzeitig Gesetzesvorlagen schon bereit hat und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Mittel bereitgestellt werden, dass sozusagen die Ausarbeitung, die Vorformulierung von Gesetzen, die dann ein Präsident in den Kongress einbringt, das kann er wohlgemerkt nicht selbst tun, da muss er einen befreundeten Abgeordnete aus der eigenen Partei finden, die das dann für ihn tun, aber das ist ja Konvention, dass das gemacht wird. Jedenfalls ist es halt so, dass die möglichst ausformuliert schon da sein müssten, damit der Kongress gewissermaßen gleich zur Arbeit gezwungen wird, aber dann eben wieder das Problem, was vorhin genannt wurde, dass wir eben nicht sicher wissen, ob wir hier ein Unified oder ein Divided Government haben und selbst bei Unified nicht wissen, ob die Demokraten tatsächlich geschlossen solchen Vorlagen zustimmen werden, denn Joe Biden wird natürlich schon darauf bedacht sein, dass er sein Versprechen, was er jetzt auch in der Rede am Samstagabend, nachdem das Feststand gegeben hat, dass er ein Präsident für alle Amerikaner sein wird, dass das eben auch mit Leben gefüllt wird in der Gesetzgebung und nicht irgendwie einseitig in die eine oder andere Richtung dann sein wird. Sodass zu befürchten steht, dass auch er, wie auch schon Donald Trump und auch schon Barack Obama und auch schon davor George W. Bush, des häufigeren zu dem Mittel der Executive Order greifen muss, um tatsächlich rechtskräftige Entscheidungen zu haben. Diese Executive Orders haben wohlgemerkt die gleiche Rechtskraft wie Gesetze, sind allerdings halt nicht so nachhaltig und dauerhaft, weil sie eben durch einen späteren Präsidenten jederzeit wieder außer Kraft gesetzt werden könnten. Das ist die Situation, die Joe Biden erwartet und ich erwarte jetzt, sofern welche da sind, gerne auch noch Fragen, die ich bis, solange wir Zeit haben, noch gerne beantworte. Keine Fragen? Ja, gut. Also sehen Sie Potenzial da drin, dass das zu Langanhalten, also vielleicht eine Verfassung oder zu des Gesetzes ausgebaut werden, weil jetzt ja
Also die Frage ist, inwiefern Verfassungsreformen anstehen oder auch Gesetzeslücken auffüllt. Also es ist in der Tat so, dass die Änderung der Verfassung in den USA äußerst schwierig ist. Wir haben insgesamt 26 Artikel, davon haben wir 6 Originalartikel und dann gab es noch 10 Bill of Rights Amendments, Zusatzartikel, und die gehören im Grunde zur Originalverfassung mit hinzu, sodass wir im Kern sagen können, wir haben in der Geschichte der USA von diesen 26 Zusatzartikeln eigentlich nur 16, die wir tatsächlich als solche betrachten können. Und das, wenn man das mal über die über 200 Jahre runterbricht, dann haben wir im Durchschnitt nahezu vielleicht 20, wenn man das runterbricht, also ganz wenige Verfassungs, alle 20 Jahre ungefähr eine Verfassungsänderung. Und wenn man sich die dann nochmal genauer anguckt, dann sind welche relativ einsichtig. Also zum Beispiel ist ein Zusatzartikel die Einführung des Frauenwahlrechts 1920. Da gab es breiten Konsens. Dann haben wir zum Beispiel die Senkung des Wahlalters als Zusatzartikel auf 18 Jahre oder auch die Zuweisung von Electoral College Votes an die Hauptstadt Washington D.C. Oder auch nach dem Bürgerkrieg Verfassungsänderungen, die die Abschaffung der Sklaverei zum Beispiel betreffen. Also das sind sozusagen Artikel, die auch relativ klar dann durchgingen. Ich sage gleich noch was, was für Mehrheiten da zustande kommen müssen, beziehungsweise warum es so schwierig ist. Wir haben aber auch Zusatzartikel, die sich gegenseitig wieder aufheben. Wir haben zum Beispiel mit einem Zusatzartikel die Einführung der Prohibition und mit einem weiteren Zusatzartikel die Aufhebung der Prohibition, sodass wir diese zwei Artikel im Grunde schon wieder streichen können, und dann haben wir noch weniger sozusagen substanzielle Verfassungsreformen. Warum ist das jetzt so schwierig? Ganz einfach, weil für eine Verfassungsänderung in beiden Kammern des US-Kongresses 2/3 Mehrheiten vorliegen müssen. Und die müssen erstmal zustande kommen. Und dann müssen nicht nur diese 2/3 Mehrheiten da sein, sondern dann müssen 3/4 der Einzelstaaten, also Stand heute bei 50, 38 Einzelstaaten, in der Regel innerhalb von 7 Jahren, denn einer Verfassungsänderung wird häufig der Zusatz beigefügt, das soll innerhalb von 7 Jahren geschehen, also innerhalb von 7 Jahren 38 Einzelstaaten zustimmen. Wenn man jetzt etwa die Frage stellt, ob es zu einer Reform des Electoral College kommt, also dass man eben sagt, wir schaffen das ab, weil wir es als unzumutbar empfinden, dass es passieren kann, wie vor 4 Jahren bei Donald Trump, dass die Mehrheit im Electoral College, da ist aber nicht die Mehrheit der Gesamtbevölkerung, für einen Präsidenten gestimmt hat, also man wollte das Electoral College abschaffen, dann ist das äußerst unwahrscheinlich, denn warum sollten so kleine Staaten wie Wyoming oder Montana auf ihre Überrepräsentation im Electoral College verzichten, und da könnte man noch weiter andere aufzählen, und also so einer Verfassungsänderung zustimmen. Etwas anders sieht es natürlich aus, wenn man solche Fragen stellt, wie es mit der Begnadigung ausschaut, aber da ist halt dann tatsächlich die Frage, ob Donald Trump selber zu so einem Instrument greift, weil wenn er es nicht tut, dann wird es erstmal ruhen und da wird keiner eine Hand anlegen, weil es eben auch so schwierig ist in so einer, und dann ist dann auch die Frage, ob man sich mit solchen Dingen befassen will, wenn man jetzt andere Probleme hat, wie die Corona-Pandemie und so weiter, und dann noch so ein Fass aufmacht. Also da sehe ich jetzt auf der Verfassungsseite eher weniger Chancen. Die Frage ist dann aber, ob der Kongress eventuell mit Gesetzen agiert. Und, aber da ist dann eben auch die unklaren Mehrheitsverhältnisse sprechen dann eher dagegen, dass solche Dinge dann geheilt werden, jedenfalls aus der Perspektive von manchen Leuten. Also ich sehe da eher weniger Möglichkeiten. Dann gibt es natürlich auch die Frage, inwiefern das Wahlrecht modifiziert wird. Wir haben jetzt ja bei der Wahl auch gesehen, dass die Staaten unterschiedlich schnell fertig sind mit der Auszählung. Und der überwiegende Teil des Wahlrechts in den USA wird eben von den Einzelstaaten geregelt. Und Florida hat nach den Erfahrungen im Jahr 2000 einiges an seinem Wahlrecht geändert. Und da waren jetzt die Auszählungen recht flott vorhanden, weil sie eben es möglich gemacht haben, dass Briefwahlstimmen schon vorzeitig eingespeist werden in die ganzen Maschinen und da die Auszählungsprozesse anfangen, während Pennsylvania nahezu überhaupt keine Erfahrung hat mit Briefwahlen und deswegen auch eine ganz andere, sozusagen Verwaltungsapparatur zur Verfügung hat, um das ganze Ding zu stemmen, weil sie sich darüber noch nicht so viel Gedanken gemacht haben. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt aufgrund dieser Erfahrung und weil man dann auch nicht mehr der Letzte sein will, der jetzt ausgezählt hat,
dass man da auf der einzelstaatlichen Ebene das eine oder andere in Angriff nimmt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass hier auch gerade die Konditionen sich auch ändern werden, was die Möglichkeiten der Briefwahl anbelangt. Aber auch da, das ist ein weiteres Argument, was man eben auch sagen kann, wenn da jetzt angezweifelt wird, dass die Briefwahl sozusagen besonders offen ist für Betrugsvorwürfe. Oregon wählt seit 1992 ausschließlich mit Briefwahl, da gibt es gar nichts anderes und es hat immer funktioniert und es hat nie irgendeine Partei es beanstandet, dass es so gemacht wird. Also das ist einfach auch ein Vorwurf, der da nicht ganz zutreffend ist. Aber jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass auf der Ebene Modifikationen stattfinden, sodass man so eine Auszählungsmarathon, wie wir ihn jetzt hatten, unwahrscheinlicher jedenfalls wird, weil eben einzelne Staaten da drauf reagieren. Ja. In North Carolina ist noch die Frist heute. Richtig, in North Carolina kann bis heute die Briefwahlunterlagen eingehen, wenn die den Poststempel haben vom Wahltag, ist das alles in Ordnung. Und im Übrigen auch. Nein, und vor allen Dingen, weil viele dieser Briefwahlunterlagen ja von Leuten kommen, die dem Militär angehören und da vermuten ja auch die Republikaner, dass sie da eventuell vielleicht Vorteile haben, was die Stimmenabgabe angeht. Jedenfalls wäre das ja geradezu absurd, wenn man dem Militär, was im Ausland irgendwo im Dienst ist, absprechen würde, so eine Möglichkeit zu haben der Briefwahl. Aber in der Tat, die Frage ist jetzt, wie lange macht man diese Fristen der Akzeptanz? Und da ist es in der Tat schon so, dass der Bund da recht wenig Möglichkeiten hat, weil in der Verfassung eben drinsteht, dass solche Dinge den Einzelstaaten verbleiben. Und das Interessante ist ja auch, dass sie sich da recht ungern in die Karten schauen lassen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass übrigens bei republikanischen Mehrheiten in beiden Kammern in den Anfang der 2000er Jahre, als das Florida-Debakel war, also bei einem Präsidenten, der gerade wegen dieser Probleme auch gewählt worden war, dass der Kongress wirklich viele finanzielle Mittel bereitgestellt hat und den Einzelstaaten gesagt hat, hey, wir geben euch Geld, reformiert eure Wahlsysteme. Und viele Einzelstaaten haben gesagt, du hast kein Recht, lieber Bund, dich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Wir bestimmen, wie die Wahlen hier ablaufen, wie die Registrierung vonstatten geht, wie die Wahlzettel auszusehen haben, wie die Fristen sind bei der Einreichung von Briefwahlunterlagen und so weiter und so fort. Das heißt also, Bemühungen des Bundes gab es durchaus, aber die Einzelstaaten sind dann eben häufig nicht bereit, tatsächlich solche Veränderungen voranzutreiben. Also die Frage ist, ob Donald Trump von Florida aus, von Mar-a-Lago weiterhin sozusagen sein Unwesen treibt, sage ich jetzt mal, und sich anmaßt oder weiterhin halt sagt hier, ich bin der Präsident und bin ordnungsgemäß gewählt. Nun, er ist weiterhin natürlich Bürger der Vereinigten Staaten und hat das Recht, seine Meinung zu äußern und das wird er sowohl am 6. Januar, am 7., 8. Januar als auch am 21. Januar fortfolgende tun. Die Frage ist nur, inwiefern ihm dann auch noch zugehört wird. Und da bin ich mir schon sicher, dass es natürlich einen Kern der Anhängerschaft tun wird. Aber wenn man sich jetzt so das Stimmungsbild auch bei den republikanischen Wählerinnen und Wählern anguckt, dann ist da schon einfach eine weitgehende Akzeptanz, dass man Wahlen zu akzeptieren hat und dass diese Ergebnisse
gültig sind. Das heißt nicht, dass es nicht zu irgendwelchen gewaltsamen Ausschreitungen kommen könnte, wo ja, eben zum Beispiel die Proud Boys oder so dann zur Tat schreiten oder auch linke Demonstranten, die da dann wieder dagegen wettern und so weiter. Also da, das will ich nicht ausschließen. Aber im Grundsatz vertraue ich da schon der amerikanischen Demokratie und auch den, wenn man sich jetzt zum Beispiel Georgia anguckt, da ist einfach, das sind Republikaner, die da arbeiten, die da das Sagen haben, und da gab es ja auch Vorwürfe von Seiten des Trump-Lagers, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zuginge, und die Republikaner dort haben sich dagegen verwahrt, gegen solche Anschuldigungen, und deswegen insgesamt wird das Donald Trump wahrscheinlich tun können, aber aus meiner Sicht, wenn er langfristig nochmal politischen Einfluss haben will und die Republikaner gewissermaßen weiterhin gefügig halten will, und er hat ja einen Pfund, er hat ja 10 Millionen Stimmen mehr gewonnen, das ist ja sozusagen das Pfund, mit dem er in der republikanischen Partei auch wuchern kann, wo er dann sagen kann, also hört mal, ich habe euch ein Stimmenergebnis beschert, was wir so nie hatten, auch nie erwartet haben, ich habe neue Wählerschichten erschlossen, etwa bei den Hispanics sind die Werte für Donald Trump gar nicht so schlecht gewesen, also im Vergleich auch zu Hillary Clinton, aber also jetzt nicht, dass es da eine Mehrheit jetzt bei den Hispanics gegeben hat, haben wir ja gesehen, 63% für Joe Biden, aber er kann mit diesem Pfund, dieser Stimmenanzahl, kann er wuchern, er kann mit dieser Basis wuchern, und je mehr er halt gewissermaßen auch die Realitäten nicht anerkennt, desto mehr wird irgendwann die Republikanische Partei fragen müssen, können wir den dann irgendwann ernsthaft noch als Führungspersönlichkeit nutzen. Aber wenn er also weiterhin politisch Einfluss ausüben will und dann im gleichen Alter wie Joe Biden jetzt, also als 78-Jähriger 2024 eventuell nochmal seinen Hut in den Ring wirft und dann auch tatsächlich von den Republikanern nochmal ausgewählt werden will, dann wäre es aus meiner Sicht klüger, jetzt sozusagen lieber daraufhin sich vorzubereiten und die Realitäten anzuerkennen. Und da gibt es ja auch, inwiefern das stimmt, das weiß man ja nicht so genau, aber schon auch die einen oder anderen Gerüchte, dass aus seinem engsten Kreis, also etwa Ivanka Trump, also seine Tochter, und der Schwiegersohn Jared Kushner schon versucht haben, so ganz sanft eben doch nahegelegt haben, da jetzt eben eine Entscheidung zu treffen, die, die langfristig für ihn günstiger ist, als sozusagen da immer nur dagegen zu wettern. Das wird er nie ganz aufgeben, da bin ich mir sicher, weil er dann aber vielleicht aber auch dann, wenn er das klug anstellt, nach wie vor eben eine Unterstützung in der Republikanischen Partei haben kann. Und ansonsten würde ich da auf der Seite der Republikaner auch sehen, dass da irgendwann einfach die Fronten so zerfallen, dass man bei den Republikanern eher die Frage dann stellt, wer wird eigentlich unser nächster Kandidat, der gegen Joe Biden oder eben vielleicht Kamala Harris dann antreten wird. Also da sind eher dann solche Absetzbewegungen wahrscheinlich, wo dann die Republikaner auch sagen werden, wir müssen uns jetzt davon lösen. Das ist aber nicht einfach, weil eben Trump eine Wählerbasis geschaffen hat, die recht treu ist. Ja. Und deswegen ist es für die Republikaner jetzt auch gerade kein einfaches Geschäft, wie sie da weiter verfahren wollen. Von 70 Millionen sind immerhin ja, 14 Millionen, das ist richtig, aber was man halt auch dann fragen muss, ist, also das ist jetzt dann so eine Tiefenanalyse, die man machen müsste, wenn man in diese Wählerschichten dann auch tiefer eindringt. Also wenn man sich die Wahl von 2016 anschaut und geschaut hat, was da das Problem von Hillary Clinton war, dass etwa in Pennsylvania, in Michigan, in Wisconsin viele der ehemals demokratischen Wählerinnen und Wähler dann gesagt haben, oh Moment mal, wir wollen diese Hillary Clinton nicht wählen, die Demokraten haben uns über Jahre, über Jahrzehnte nicht gehört, wir haben immer noch die gleichen Probleme, es wurde für uns nichts getan unter der Obama-Administration, und deswegen
wählen wir die Demokraten nicht mehr. Und die haben sich dann für Donald Trump entschieden. Und die sind zu großen Teilen auch bei Donald Trump offenbar geblieben. Und das ist natürlich schon ein grundsätzliches Problem, was unabhängig jetzt, wer die Präsidentschaft hat, ganz wichtig ist, aus meiner Sicht auch für die Demokraten, dass man eben die Frage stellt, was haben wir da falsch gemacht, wenn viele Menschen nicht mehr den Eindruck gehabt haben, gehört zu werden. Und ein ähnliches Problem hatten wir in den USA in den 90er Jahren. Da gab es ja 1992 noch einen Drittkandidaten, der hieß Ross Perot, der immerhin 19% der Stimmen erhalten hat und wahrscheinlich dafür verantwortlich war, dass Bush Senior eben nicht wiedergewählt worden ist. Und da gab es durchaus jetzt so, oder wenn man das dann über die Jahre verfolgt hat, diese Wähler, die damals gewissermaßen neu hinzukamen, das sind im Grunde Protestpotenzial, was auch jetzt Donald Trump im Grunde ausgeschöpft hat. Und diese Ross Perot-Wähler, die sind dann mit den Jahren aus Ernüchterung oder aus anderen Gründen nicht mehr zur Wahl gegangen und konnten aber, natürlich sind die auch gealtert und es kamen aber auch neue hinzu, aber die konnten im Grunde wiederbelebt werden durch Donald Trump, weil sie da jetzt das Gefühl hatten, ähnlich wie damals bei Ross Perot, da ist jetzt einer, der mit einer klaren Stimme, mit einer klaren Kante uns eine Stimme verleiht und uns Gehör gibt und so weiter, ganz unabhängig von der Tatsache, ob ihnen tatsächlich von Trump geholfen wurde oder nicht. Aber sie haben das Gefühl, ja, wir werden auch gehört. Das ist dieses Problem, was sozusagen in den USA diskutiert wird. Das, was ich vorher als Flyover Country, diese ländlichen Gebiete, Menschen, die sich einfach nicht mehr gehört fühlen. Und das ist schon ein Problem, was grundsätzlich die Politik, also unabhängig von der Parteizugehörigkeit, angehen muss, weil bestimmte Entwicklungen, Globalisierung, Änderung des Klimas, Änderung der industriellen Bedingungen, also der ganze Zusammenbruch der Stahlindustrie, der Kohleindustrie, diese Menschen haben schlichtweg Angst und wollen gehört werden. Und diesen Menschen hat Donald Trump eine Stimme gegeben, die muss man ernst nehmen und da muss man überlegen, wie man diesen Menschen eben auch helfen kann, wie man Strukturwandel einleitet und so weiter. Und das ist sozusagen das darunterliegende Problem. Und das hat Donald Trump verstanden, diese Wählerinnen und Wähler gewissermaßen aufzuwecken. Und die Frage ist jetzt, können die Republikaner bzw. Trump diese Wählerinnen und Wähler bei der Stange halten oder verschwinden die wieder in der Versenkung aus Ernüchterung, Enttäuschung und gehen dann einfach irgendwann mal halt gar nicht mehr zur Wahl und gewissermaßen klaglos in ihr Schicksal. Ja, das ist sozusagen der wichtige Punkt. Und das sind gerade diese Staaten, wo jetzt auch diese ganzen Swing States Entscheidungen, also Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, genau da sind diese Strukturprobleme, Ohio, Indiana, das sind diese ganzen Strukturprobleme, West Virginia auch. Ja, also das sind die Regionen, wo man ein Augenmerk drauf werfen muss. Keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend allen da draußen und bis zum nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, wann die nächste Termin. Nächste Woche ist der nächste Termin, gleicher Ort, gleiche Zeit. Über das Karl-Schurz-Haus gibt es den Zugang. Vielen Dank. Ja, nächste Woche ist dann Esther Irbin, Amerikanerin aus Indianapolis, Indiana, einem der Staaten, die eigentlich demokratisch wählen müssten, das aber nicht getan haben. Und sie wird vor allen Dingen die rechtliche Seite dieser Wahl ins Visier nehmen und Fokus nehmen. Herzlichen Dank an Christoph Haas. Jetzt sind wir alle, denke ich, ein bisschen schlauer, ich auch. Wir hoffen, dass das Ganze friedlich abgehen wird. Ich habe da nach wie vor meine Zweifel. 15 Millionen Leute, das sind keine bösen Menschen, aber die haben einfach ein paar zu viele Gewehre, um sie als harmlos zu bezeichnen. Und ich glaube auch nicht, dass die sich ohne weiteres klaglos in ihr Schicksal fügen werden. Aber wir werden sehen und wir hoffen weiter. Danke für heute Abend und tschüss.
Ich erinnere mich damals noch an.